Adam, are you seeing this? It is a Beesian. But it's been cybernetically enhanced. What is this thing? I don't know. Continue your investigation. Everyone, gather round! All right. So I managed to recover one piece of data. This bottle ship is under management of the Galactic Federation. In these facilities, life forms from each planet have been raised and researched as possible bioweapons. Site manager and development director, Dr. Madeline Bergman. Adam, was the Galactic Federation experimenting with bioweapons? Looks like it. Use of bioweapons is strictly prohibited. Of course it is. What's happened here is illegal. Who is Madeline Bergman? Must be the person in charge here. Is that all you've got? I didn't need to press Adam about it any further. I knew his mind. Not only was he a strong opponent of bioweapons, he was against the use of living things for unnecessary reasons, period. Life, no matter what form it takes as it's born into this often cruel universe, should not be tampered with. That was Adam's philosophy. In bringing the infant Metroid back, I did something that I know would have gone against his convictions. And though I might have been left alone, it was a clear and blatant violation of protocol. I wondered what Adam thought of me. Out of nowhere, I suddenly found myself concerned with his opinion again. I've almost gotten it completely restored. But I'll bet they protected this thing with a seriously sophisticated security system. If I can't get past it, James, that'll be where you come in. Leave it to me. Shouldn't be a problem to hack into this thing. I mean, it might tell us what exactly was going on here. Looks like this might take some time, though. Madeline might still be somewhere in this building. Keep scouting for more intel. Let's go. Oh mein Gott, da tut sich ein Abbruch. Wieso bin ich jetzt hier? Da tut sich ein ganz schöner Abgrund auf. Die Galaktische Föderation forscht an Biowaffen. Das darf nicht sein. Jetzt sind wir hier, was soll denn das? Das verstehe ich nicht so ganz. Aber speichern kann ja nie schaden. Also machen wir das einfach mal eben. So. Weiter geht's. Müssen wir den ganzen Weg jetzt nochmal laufen? Hier konnten wir eben nicht rein, meine ich. Ja, sieht gut aus. Gucken wir mal, was hier passiert. Ja, klar, warum wir wieder hier waren. Wir haben ja wieder uns im Meetingraum getroffen. Okay. Nee, jetzt sind wir wieder hier. Wo die ganzen Biowaffen jetzt auf einmal weg sind. Oben ist was. Viel. Die sind nämlich gerade aktiv geworden. Get back! I want all the soldiers to evacuate this area. Samus, your orders are to take care of all enemy targets. Samus! Natürlich, ich werde wieder... Alter!
Nein! Komm. Ihr könnt doch nichts. Nehmen an, der mit dem Grünen ist der Anführer. Bam! Schön ins Gesicht. Ja. Wir haben ja schön den Beam, dass dass ein aufgeladener Charge-Beam alle trifft, die noch irgendwie in der Nähe sind. Ups, das war mal Rückstoß. Wow! Das hatte ich nicht vor, aber es war gut. Und bam! Bam! Ich auch noch einen rein. Hey, es sieht mal so aus, als würden wir bei einem Boss nicht direkt im ersten Versuch sterben, sondern hätten wirklich eine Chance, es zu schaffen. Ja, das heißt, Boss ist glaube ich einfach viel mehr so eine Zwischenkampfsequenz oder so. Boss würde ich dazu jetzt nicht mal sagen. Wir machen aber ordentlich Schaden. Bam! Kommen denn da noch? Du darfst sterben. Okay, für den scheint jetzt kein neuer mehr gekommen zu sein. Der haut ab. Der ist abgehauen. Der macht richtig Schaden jetzt. Dann müsste er hier sein, ne? Ja. Der ist kaputt. Fehlt noch einer. Wohin ist der denn abgehauen? Der hier noch? Ja. Okay, jetzt begrüßen wir den von der anderen Seite. Kaputt. Das war mal ein netter Kampf, eine nette Kampfsequenz, aber ohne den neuen Energy Tank hätten wir das auch nicht geschafft. So, gehen wir zurück. Sieht so aus, als müssten wir wieder zurück in den Lagerraum. Warum man das diesmal nicht über eine Sequenz machen kann, ist mir ein Rätsel, aber gut. Gehen wir dahin. Speichern mal eben unseren Sieg ab und holen uns wieder volle Energie. Und dann müssen wir wieder im Besprechungsraum sein. Ja. Und da fängt auch die nächste Sequenz an. Ach du Scheiße. Ich kann nichts machen. Ah, jetzt aber. Ich muss das Ding locken. Bam! Gar nicht so einfach. Wie das Ding am Wedeln ist mit dem Schwanz. Aua! Aua! Bombs! Nein!
Okay. Da. Das ist echt alles andere als einfach. Wow. Puh. Das mal Energy Status Charging. You okay, Princess? I wanted to give you some cover earlier, but this thing takes forever to charge. I'll save the next shot for you. Not that you'll need it. Hey! Come over here! What's up? Lyle's down. He looks like a pile of rags. What's gotta happen to a guy to make him look like that? Okay, wir müssen wieder irgendwas finden. Wir kommen hier nicht raus, ne. Ja, den hat's ja gerade ganz schön zersägt, den Dino. Der ist ja... James... Anthony. KG. Ihn da unten können wir nicht anvisieren. Was wollen wir denn hier? James. Ich muss hier irgendwas... Ich kann mich nicht bewegen. Das finde ich doof, diesen Modus, wo man irgendwas finden muss. Vor allen Dingen, weil man diese Auffälligkeiten erst anvisieren muss. Warum blinkt denn das hier links? So. Ah, okay, das blinkt einfach, wenn man in den linken Bereich kommt. Hier scheint es nichts zu geben. So ein Tipp wäre ja ganz nett, wo es sein könnte, was man anvisieren muss. Dabei diese schöne Aufzugmusik im Hintergrund. Ich weiß, wie meine Kollegen heißen. Kann ich auch nicht abfeuern. Oder auch die kann ich nicht abfeuern. So. Hinten vielleicht irgendwas? Nö. Leute, das muss doch nicht sein. Das ist doch echt scheiße. Irgendwas im Himmel vielleicht. Keine Auffälligkeiten. Irgendwas im Baum hier. Auch nichts, bis auf dass er recht wenige Blätter hat, aber das liegt wohl an der Technik von der Wii. Das Fahrzeug hier ist es auch nicht. Irgendwas hier direkt auf dem Boden? Nö. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich schau mal eben nach. Es ist die grüne Flüssigkeit auf dem Boden. Das da. Da muss man doch erstmal drauf kommen, oder? Ernsthaft?
Dafür habe ich jetzt so lange gebraucht. Oh Mann. An empty shell. Looks like that monster from earlier infiltrated Sector 3. Samus, follow it. Okay. Und das war's dann auch schon. Nur diese blöde grüne Flüssigkeit. So, wo kommen wir jetzt hin? Sollen wir hier einfach runterspringen? Sie macht's schon von alleine.